So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Ein brandneues und aktuelles Lego Jurassic World Comic. Ja, ihr habt richtig gelesen. Comic Nummer 1 für rund 4 Euro. Was ist da drinne? Ein Polypack mit der Nummer 30382. Ihr seht es. Und ja, dieses Polypack, das hatten wir schon mal. Ich weiß nicht mehr, in welches Magazin es war, in XXL Jurassic World oder in das normale. Wir hatten das Polypack schon mal. Das auf jeden Fall. Aber es gibt jetzt wieder brandneue und aktuelle Lego Jurassic World Comic Nummer 1. Gerade entdeckt. Oder war es das und wird jetzt bloß wieder neu aufgelegt? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß nur, dass es dieses Polypack schon mal gegeben hat. Und ja, das ist das neue Magazin. Es ist größer, weil die Comics sind natürlich immer kleiner. Das Magazin ist die Nummer 19, kostet 4,50 Euro. Ist auch eine limitierte Karte bei. Das Comic mit Polypack nur 4 Euro. Werde ich natürlich im nächsten Video öffnen. Aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu das brandneue und aktuelle Lego Jurassic World Comic Nummer 1. Und ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nicht nachgeguckt auf meinem Kanal, wo es drinne gewesen ist, dieses Polypack. Oder ob das das ganze komplette Comic Nummer 1 schon mal gegeben hat. Das ist das Polypack. Öffne ich natürlich gleich das dazu. Aber jetzt kommen wir natürlich erstmal in das Comic rein. Und daran, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ist natürlich absolut Jurassic World. So, das Comic an sich, die ersten Seiten, die sagen mir schon was. Hat es das schon mal gegeben? Ist jetzt bloß eine neue Auflage, circa vor ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder Jahr? Und haben das jetzt nur wieder auf den Markt geschmissen? Ich weiß es echt nicht. Wie gesagt, ich habe im Moment ganz wenig Zeit und ich habe viel mehr andere Sachen im Moment im Kopf, als immer nachzugucken. Aber hier ist das neue Lego City Magazin. Nee, der Pizzabote? Doch, könnte sein. Dass es doch ein anderes Comic ist. Aber wie gesagt, Werbung von ein weiteres Comic gibt es nicht. Also wird es wohl nur eins geben. Ich bin mir unsicher. Ich kann jetzt nicht nachgucken, dann wird es zu lange dauern. Also, wie gesagt, schreibt es mir doch in die Kommentare und für alle anderen. Kennt ihr das Lego Jurassic World Comic Nummer 1 schon? Habt ihr es jetzt auch wieder bei euren Zeitschriften, die da... Ich habe es mir zum Beispiel heute bei Edeka entdeckt. Es wird es wahrscheinlich auch bei Rewe, bei Kaufland, überall geben. Dieses Lego Jurassic World Comic Nummer 1 für 4 Euro. So, was ist da drin? Polypack. Und das baue ich jetzt mal auf. Ja, das wird also das Video mindestens noch 3 Minuten länger gehen. Wenn mir nicht immer alles runterfällt. So, da haben wir das. Bauanleitung sind natürlich die originalen Sets, die auch in der Jurassic World, die Dinosaurier, die passen da alle rein. Ihr seht selber. Die sind nicht größer oder kleiner aus diesen Polypacks. Die sind alle gleich groß. Passen immer wunderbar zusammen. Das ist die Bauanleitung. Ihr seht es. Schnelle Seiten. Fangen wir direkt mal an. Einmal kommt das hier in die Ecke rein. Zack. Bild. So ein bisschen verteilen. Einmal. Zweimal. Der graue Dreier. Kommt hier vor,
Hier kommt ein Dreier hin. Seht ihr das? Es geht ziemlich fix. Dann kommt die nächste Platte. So, genau das gleiche oder dasselbe, einfach nur gegenüber zusammenstecken, bis auf den grauen Dreier. Weil dafür haben wir jetzt den hellen Einer und die graue Zangenstein. Seht ihr, so breit ist das ganze Objekt. Ist also nicht gerade klein, kann man schon mitspielen. Das dazu. Und jetzt kommen wir zu den grünen Blümchen oder Blätterchen. Einmal, zweimal, zwei graue Einer kommen hier hinten drauf. Einmal und zweimal. Aber wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, das hat es schon mal gegeben. Ich war jetzt wirklich, ich muss es wirklich zugeben, absolut faul auf meinen Kanal zu gucken. Weil ich komme gerade von Edeka. Bevor es noch später wird, habe ich mir gedacht, mache ich sofort das Video. Und da ich ja sehr fleißige und coole Zuschauer habe und Abonnenten, die schreiben das bestimmt gleich sofort in die Kommentare, bevor ich sehen kann. Also, das ist diese Seite 1, dieses Bauwerk. Seht ihr, eine Schüssel, zwei Blümchen, das war es im Prinzip. Drehe ich um. Und jetzt baue ich das eben schnell zusammen. Es kommt der Kippstein hier drauf. Das war's. Dann kommt, ach, nur die Pfeifen jetzt dahingestellt. Einmal. Hier kommen aber noch die zweiten Steine drauf. Die habe ich gerade übersehen. Zweimal und jetzt kommen die. Zack. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, wo es drinne gewesen ist. Oder ob das wirklich einfach nur das Magazin, das Comic wieder da ist, was sie auf den Markt schmeißen, weil sie davon so viele nicht verkauft haben. Also nach ein paar Monaten wieder auf den Markt schmeißen. Wie gesagt, ich muss gleich sofort, wenn ich das hier hochlade, auch sofort auf meinen Kanal gucken, ob es dies schon mal gegeben hat. Deswegen kann ich jetzt nur sagen, oder den Titel schreiben, neues Lego Jurassic World Comic. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Und so wird nämlich jetzt auch dieses Video heißen. So leid es mir tut. Ah, jetzt kommen die Dreier darüber. Einmal wieder rein. Zack. Andere Seite. Zack. So. So sieht es schon mal aus. Mit den Fenstern von vorne. Es passt. Sagen wir so. Jetzt kommen die letzten drei Bilder, die ich hier verarbeiten muss. Der kommt hier oben drauf. Die zwei gelben Lampen genau in der Ecke. Einmal. Zweimal runter gucken. Da drauf kommen nochmal die grauen runden Scheiben. Zack. Dann kommt da gar nichts. Nächste Bild ist diese Zange. Oder ein Stück Fleischhalter und der kommt dann, der kommt hier hin. So, habe ich da irgendwas vergessen? Der kommt hier hin. Davon sollten eigentlich zwei sein. Da ist noch was im Tütchen. Ja, es sind zwei. Einmal. Zweimal. Die anderen letzten beiden Dreier kommen hier hin. Dorthin.
Die Bein einer kommen nirgendwo mehr hin, die sind wahrscheinlich über. Nein, die habe ich nicht überall gesehen. Die Knochen kommen in eine Schale rein. Das ist es. So, das ist hier die sogenannte Falle. Eine Dino-Baby-Falle. Dino kommt natürlich, kann man jetzt, hier ist der einer davor setzen oder rein. Hier kommen die Knochen rein. Also wie gesagt, das ist das Polypack mit der Nummer 30382 von Lego Jurassic World. Es war schon mal irgendwo drin gewesen. Wie gesagt, ich gucke jetzt gleich sofort nach, weil ich kam gerade nach Hause. Ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare, ob ihr das Comic schon kennt oder gesehen habt. Alles andere, für mich ist es im Moment neu, bis ich es gleich hochlade, anschließend von euch die Kommentare lesen kann. Und deswegen schreibt mir, für mich ist es im Moment das brandneue und aktuelle Lego Jurassic World Comic Nummer 1 für 4 Euro. Für 4 Euro günstiger wie das Magazin. Das, als nächstes werde ich natürlich das Magazin öffnen. Aber nichtsdestotrotz, schreibt, schreibt, schreibt. Und das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.